Und jetzt folgt Doc. Krebs ist doof. Silvan hat Krebs. Aber heute ist für den Fünfjährigen ein guter Tag. Nach 9 Monaten Chemotherapie sagt der Arzt endlich das, was alle hören wollen. Gell, Silvan, jetzt ist fertig und es sieht ganz gut aus. Ja, und jetzt kann man dann wieder ganz normal aufbauen. Und von dem Tumor, vom Problem, das du hast, das haben wir schön im Griff jetzt. Der ist weg. Jetzt müssen wir nur noch nachkontrollieren, dass dort nicht etwas nachwächst. Das sieht wirklich gut aus. Okay? Super, okay, hä? Einen schönen Sommer, gell? Oh, jetzt bist du müde. Ja. Aber eine grosse, grosse Gumpe haben wir gemacht. Hä? Sollen wir das feiern? Okay, gut. Also, gehen wir noch feiern. Genau. Hä? Kannst du den Kuchen? Soll ich ihn? Willst du ihn abdecken? Ganz sicher. Kannst du ihn rausnehmen? Was steht drauf, Silvan? Die Creme hat genervt. Das ist die Familie meiner jüngsten Schwester Irmela. Sie ist freischaffende Hebamme. Wolfgang ist Physiklehrer. Lisa, Maurus und Florin gehen in die Volksschule. Silvan, der Jüngste, in den Kindergarten. Eine ganz normale, chaotische Familie. Die Krebsdiagnose hat schlagartig alles verändert. Die Krankheit bringt die ganze Familie durcheinander, auch mich als Tante. Wir reden viel und beschließen, dass ich sie mit der Kamera auf diesem unbekannten Weg begleite. Eine Gratwanderung. Was machen wir, wenn es ihm plötzlich schlecht geht? Aber wir sind überzeugt, dass es uns und anderen helfen kann, über die Krankheit zu reden. Hallo! Hallo. Hoi zusammen! Hey! Das Drama begann im August 2011. Bei Silvan fand man einen großen Tumor an der Niere. Wir wussten noch nicht, wie bösartig dieser ist. Dabei hatte Silvan zuerst nur ein bisschen Bauchweh. Wir waren in der Ferien und wir waren einfach 2 Tage vom Arzt. Ich fand, ja, wenn er einen Blinddarm hat, möchte ich jetzt wissen, ob es gut ist oder nicht. Und wir sind zum Kinderarzt. Er hat auch nicht so recht gewusst, was los ist. Er hat uns weitergeschickt auf den Notfall im Wallis. Was sie dann gesagt haben, ja, wo wohnen sie? Ja, dann gehen sie ins Kinderspital. Habe ich eigentlich immer noch nicht so realisiert und ich dachte, ja, in einer Woche oder in ein paar Tagen, ah nein, heute Abend. Dann ist, also, der hat dann gemerkt, aha, jetzt. Für jede Behandlung, wie zum Beispiel Blutentnahme, bekommt Silvan eine Perle, auch für die Chemotherapie. Und was ist denn Chemo? Weißt du das? Ja. Sag's mal. So kleine Männchen, die helfen gegen den Krebs kämpfen. Jetzt sind wir dran. So, der Wein. Kommen wir nochmal mit dem Narkosegespräch wegen morgen. Genau. Ich habe Vanille, Schoki, Erdbeer und Orange. Was ist am liebsten? Schoki. Schoki, machen wir es gut. Am nächsten Tag wird er operiert. Das findet Silvan vor allem spannend. Die Angst der Eltern spürt der Fünfjährige noch nicht. Es ist alles möglich. Und es könnte gut kommen und es kann auch nicht. Irgendwie 80% ist so eine Zahl zum Hören, wo es irgendwie gut geht. Das ist viel schöner als 20, aber 100 wäre besser. Und irgendwie haben wir uns gerade an diesen 80% und was die anderen 20 sind, das wissen wir gerade nicht so genau. Und
Nehmen Sie jetzt mal vor zu und hoffen. Hoffnung. Ein strapaziertes Wort wird plötzlich so gegenwärtig. Und die Sehnsucht nach einer guten Prognose drängt sich ins Leben der ganzen Familie. Nebst der Diagnose, eigentlich das Schlimmste war der Moment, als es mir gesagt hat, dass ich die Diagnose gehört habe, okay, Silvan hat einen Tumor. Aber ich habe noch drei Kinder. Also ich war dann gerade so wie gespalten. Also ich dachte, leck. Wie packe ich das? Ja. Die beiden haben vier Kinder. Ich besuche Silvans drei Geschwister zu Hause. Meine Nichte und die beiden Neffen müssen damit leben, dass ihre Eltern sich im Moment intensiv um den jüngsten Bruder kümmern. Silvans Krankheit betrifft die ganze Familie. Auch Lisa, Florin und Maurus sind in diesen Strudel des Tumors hineingezogen worden, versuchen jedoch den Alltag zu leben. Der 9-jährige Florin muss schon jetzt tapfer sein. Ich hätte gerne eine Katze gehabt, und die ist jetzt schon auf der Welt. Aber das geht nicht, wenn er Chemo hat und jetzt müssen wir halt noch ein bisschen warten. Bist du verrückt gewesen? Ja. Wieso bist du denn eifersüchtig? Weil er halt eigentlich mit darf. Oder kommt er halt fast immer wieder mal pro Woche etwa zwei Geschenke oder so. Von irgendjemandem. Jetzt hat er erst gerade so einen Pirat bekommen. So einen Bärenpirat. Oder halt so Zeug. Schwierig, hä? Mhm. Damals hast du das Gefühl, manchmal kommt es kurz und jetzt, mit, jetzt erst recht. Und ich habe das Gefühl, in letzter Zeit nervt er viel mehr. Der Florin. Und hast du das Gefühl, das hat etwas mit dem zu tun? Ich weiss es nicht. Jetzt finde ich auch, weil halt, weil Mama ist auch dann einmal recht müde, weil sie, ja, und dann, ich denke, dann nervt sie sich schneller. Und da regt ihn dann auch auf. Lisa ist 14 und die älteste der Geschwister. Im Moment konzentriert sie sich auf die Kanti-Prüfung. Das lenkt sie ab von den Sorgen, sagt sie. Also ich bin schon zuerst schon recht verschrocken, habe gesagt, dass es ein Tumor ist, aber er hat gesagt, dass es gute Heilungschancen sind und dass man Chemo machen kann und dann rausoperieren. Das sollte eigentlich wieder gut sein wie vorher. Und halt, mein Großvater hat auch einen Tumor gehabt und ist nicht gestorben. Bin ich halt sehr schon recht verschrocken. Der 12-jährige Maurus liebt es, auf dem Wasser zu sein. Er spürt, dass die Eltern anders sind als vor Silvans Krankheit. Wenn ich darüber nachdenke, so, es ist halt schon manchmal vorgekommen, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt sozusagen wegen Silvan, dass es jetzt ein bisschen verschlossen oder ruhig sind einfach, aber so direkt berührt es mich. Also ich merke es einfach, aber ich frage mich dann einmal halt, wieso oder und dann ist schon gut. Wie reagierst du, wenn du merkst, jetzt braucht er wieder Zeit? Was machst du denn? Ja, also so richtig konkret. Jetzt nervt er mich, jetzt braucht er die Mama und der Papa, obwohl ich eigentlich Zeit von ihnen will. Da gibt es eigentlich nicht so, dass ich es merke, sozusagen. Einfach eher so im Nachhinein, ja, der Film, der braucht mega viel Zeit, so, aber... Und verstehst du es einfach ein bisschen? Ja. Hast du manchmal Schiss, dass er sterben könnte? Natürlich so mal Schiss. Wie wär's denn ohne ihn? Schon hier und da, aber nicht viel. Der Tag der Operation im Kinderspital Zürich. Irmela und Wolfgang sind seit dem frühen Morgen hier. Sie getrauen sich nicht, das Spital zu verlassen, obwohl sie wissen, dass die Operation noch ein paar Stunden dauern wird. Wir dürfen mit der Kamera im Operationssaal dabei sein. Meine Schwester sagt, sie finde es schön, wenn ich als Tante wenigstens in Silvans Nähe sei.
Ich bekomme weiche Knie, als ich ihn so liegen sehe, den kleinen Wicht. Aber mir hilft es auch, dabei zu sein. Kaum zu glauben, dass in dem kleinen Körper ein so großer Tumor gewachsen ist. Die befallene Niere muss auch entfernt werden. Es sind lange 5 Stunden im Operationssaal. So, grüezi. Miteinander, Martin Böhli. Grüezi, Martin. Hallo. Grüezi, Martin. Hallo. Also, Operation haben wir gemacht, ist sehr gut gegangen. Mhm. Wir können die Nieren rausnehmen, wie es sich gehört. Wir können die Lymphknoten, die in der Nähe waren, haben wir gewusst, dass die gross sind, dass die auch befallen sind. Auch können alles zusammen rausnehmen. Ja. Und jetzt mit dem Tumor, da ist eigentlich jetzt alles draußen, kann man das schon sagen? Also, was man sagen kann, ist einfach von Augen gesehen, was irgendwie an Knoten, das, Knollen und so weiter. Haben. Das haben wir alles zusammen rausgenommen. Aber das ist sehr häufig nicht eine quasi auf zellulärer Basis vollständige Entfernung. Ja. Das ist praktisch oder häufig nicht so der Fall. Mhm. Und das ist einer der Gründe, wieso man ohnehin muss nochmal eine Chemotherapie machen und vielleicht auch noch eine andere Therapie hineinhängen, dass wir den Onkologen sagen. Ja. Aber es ist definitiv so, dass nicht irgendwie eine größere... Chirurgisch ist es super. Ja. Ein wichtiger weiterer Schritt haben wir gemacht. Genau. Ja. Haben wir darauf gewartet. Also. Bis später. Okay. Adieu. Adieu. Danke vielmals. Es geht noch vielleicht so eine halbe Stunde oder so, bis Sie dürfen zu ihm gehen. Okay. Ja, kann man gerade. Auch die halb schon Kopf verbinden. Ja, das ist. Hauptsache, ja. Hey, ist da eins, da können wir noch. Ja. Gut. Danke. Viel vielmals auch. Adieu. Und? Schön. Ein Schritt. Super. Aber schon erleichtert, oder? Ja. Ja. Chirurg ist gut und zellulär. Muss man schauen. Es ist der nächste Schritt. Ja, ja, aber das ist jetzt. Wie hast du es so gestern gesagt? Wie machst du es? Von Tag zu Tag. Genau. Mach es gut. Ja, hallo, hoi Florin. So, wir haben Bericht bekommen, dass... Oh. Ja, hast du gerade den Lautsprecher gemacht? Also wir haben Bericht bekommen, es ist alles gut gegangen bei der Operation. Sie haben die Nieren können rausnehmen und vom Auge her gesehen, sieht alles gut aus. Und der Silvan ist jetzt wieder zugebürzt. Und es ist nicht irgendetwas passiert, was sie nicht gedacht haben. Es ist alles gut, soweit. Ich denke, ich kann euch schon anrufen, dass ihr das wisst und gut in die Schule kommt. Meine Schwester ist Tag und Nacht bei ihrem jüngsten Kind. Im Kinderspital geht das. Sie sagt, es sei, als ob sie in einer Art Blase leben würde. Die Welt draußen, weit weg. Die Geschwister besuchen nicht nur den Bruder, sondern auch ihre Mama. Die fehlt ihnen. Ja. Hallo. 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 Ja, hallo. Hallo, Lisa. Ja, hallo. Hoi. Hoi. Oh, jetzt geht's nach Backstreet. Ui, Florina ist da. Nein, der Papa.
Ich habe euch noch eine Schere. Das ist da schon weg. Nein! Ich will. Ah! Nein. Nein. Au! Ah. Nein! Du bist du Vampir? Du bist immer noch Vampir wie gestern. Ich bin Dolly, ist ganz Vampir. Ja. Ich hab auch Blut. Hey, Silvan! Was? Ja. Silvan. Was ist? Ich mache das. Ah, nein! Fuck! Oh! Nora, ich hätte noch mal! Noch wissen wir alle nicht, dass sie noch viele, viele Tage und Nächte im Spital verbringen werden. Ein paar Wochen später trüben dunkle Wolken die Hoffnung. Der Krebs ist viel aggressiver als vermutet. Meine Schwester ist fix und fertig. Aber Silvan freut sich, wenn wir mit der Kamera kommen. Auf meine Frage, wie es ihm geht, diktiert er seiner Mutter diesen Zettel. Was macht er jetzt mit dem Zettel? Ich nehme es überall mit raus. Außer wenn ich zu Hause bin, dann ist nicht immer dort. Und jetzt gut. Aber wenn du vorgehst, hast du einen Rucksack? Ja. Wir haben es unterdessen 14 Mal bestrahlt, also 14 Sitzungen und gleichzeitig Chemo. Und wie viele Münder im Ganzen? Und das sind jetzt im Ganzen 12 Chemoblöcke. 3 davon haben wir jetzt schon hinter uns. Das heisst, immer wieder für jeweils 3 Tage ins Kinderspital. Ja, also er macht wirklich eben, also wir sind letzte Woche in der Chemo gewesen. Und er macht es wirklich super. Aha, aber das ist dann schon eins, Damit Sie wissen, was mit Ihrem Bruder während der Chemotherapie jeweils passiert, sind Sie heute an den Geschwisternachmittag im Kinderspital eingeladen. Jetzt gehen Sie mal ohne uns ins Kispi, das ist super. Ja. Gell? Wir dürfen das mal daheim bleiben. Wir müssen gerade umgekehrt. Bist du froh? Ja. Ich auch. Ich auch. Ich auch, gell? Machen wir uns einen schönen Nachmittag? Ja. Die 3 Großen sind jetzt öfters als sonst auf sich gestellt. Silvans Krankheit beeinflusst auch ihr Leben. Also ich meine, jetzt ist er viel weg, man hat Mama für sich. Wie ist das für dich, Florin? Das geht. Der Mauro findet es manchmal gut. Warum? Ich weiß auch nicht. Also, stimmt das? War, dass die Mama mit Silvan weg ist. Sie sagt, das ist mir eigentlich egal, mehr oder weniger. Weil mir nervt die schon mal durchliegen. Was war denn anders gewesen? Ja, sie sind nicht so viel weg. Sie haben einfach mehr Zeit für dich, Mama, oder? Ja, ja. Untereinander reden sie kaum über die Krankheit ihres Bruders. Aber ab und zu kommen vor dem Einschlafen ein paar Tränen. Wolfgang ist so oft wie möglich bei den Kindern. Er hat ein Teilpensum als Lehrer und wird von seiner Schule mit viel Verständnis von Nebenaufgaben entlastet. Aber Silvan ist sehr lebendig. Das ist eine Rakete. Ich weiß nicht, wo der die Energie her hat. Wir hocken am Abend alle so am Tisch und sagen, Mama, wird der nicht Lisa letzte? Mama, ist der nie müde? Der hat sich 3 Tage erholt im Spital. Hä? Ja. Dir geht's gut. Jetzt ist Mama müde. Ja, Mama. Ja, das ist vor allem, also wenn wir einmal vom Spital heimkommen nach so einem Block. Also jetzt letzte Woche endlich am Samstagmorgen heimkommen. Ich habe dann extra mein Gipfeli mitgebracht und von dem möglichen zu morgen ist eigentlich gut gewesen und am Abend hat es einfach gegräbelt. Also dann ist wieder, sind alle Mühe und gleich so Bedürfnisse und das ist wahnsinnig streng. Also dann streiten sie und gräbeln. Und ich finde eigentlich, es wäre so schön, wir hocken alle auf den Tisch, es wäre so gemütlich und es ist einfach ein riesen Chaos. Die Harmonie und die lassen alle ihre Gefühle dann los. Genau, und sie sind dann recht untereinander. Also. Darfst du im Fall schon kommen, wenn du willst? Willst du zu der Mama kommen? Kommst du zu mir?
Kannst du auch zulassen? Es geht ja um dich. Schau, der Papa hat schon den Apero. Das ist gut. Die sind immer so streng, gell? Ja. Und das Beste ist, man kommt im Spital immer Nutella über. Nutella? Ja. Oh. Jetzt da eben nur in den Ferien. Das ist schon für die Ferien sonst. Ja. Gut. Seine Geschwister, die mag ich nicht so lesen, gell? Was passiert denn damit mit den Geschwistern? Sie wollen auch immer das, was ich will. Einmal. Kannst du verstehen? Ja. Und was machen sie denn? Das geht ja nicht immer, oder? Wie machen sie das denn? Mache ich das, was ich will. Du machst dir manchmal auch einen Gefallen, gell? Und Florin, ja. Oder? Ja. Ja. Bring ich einmal in das Nutella mit. Florins Rezept ist Backen. Seinen Schokoladenkuchen kennen schon fast alle auf der Krebsabteilung im Kinderspital. An Silvan im Spital habe ich auch mal einen Kuchen mitgebracht. Das hat mich gefreut. Ja. Kannst du den noch mal besuchen? Ja. Florin findet es nicht erwähnenswert. Aber ich weiß, dass er, wenn möglich, jeden Tag nach der Schule zu seinem kleinen Bruder nach Zürich ins Spital fährt. Ganz alleine. Einmal in der Woche geht Florin mit seinem Freund zur Trommelprobe. Das hilft ihm, seine manchmal auftauchende Wut ein bisschen zu kanalisieren. Florin hat seiner Trommellehrerin sofort davon erzählt, dass sein Bruder Krebs hat. Ich habe schon auch gespürt, dass er irgendwo besucht, so ein bisschen Anerkennung oder was auch immer. Und ich finde einfach, mein Job ist es, sie sollen Freude haben, dem, was sie hier machen. Und Begeisterung können behalten können und er darf einfach sein. Wenn er mal ein bisschen überbordend ist, dann soll er das sein und dann nachher lösen wir das mit dem Böckli, dass er dort ein bisschen genau reagieren kann. Aber er soll einfach dürfen sein und es ist ein Raum, der für ihn ist, also wo ihm gehört, wo er nicht teilen muss mit anderen Geschwistern. Wieder einmal müssen Silvan und seine Mama für die Chemotherapie 3 Tage auf den Planeten Onko, wie sie es nennen im Kinderspital. Silvan ist frustriert. Der Tumor ist weg und immer nach der Chemo fühlt er sich schlecht. Das versteht er nicht. Also los, soll ich noch eins machen, Suppe? Oder willst du das im Spital? Ich mach das mal warm. Du, also ich gehe mal schnell in die Küche. Gell? Ich gehe mal in die Küche. Das braucht für dich recht Nerven. Also, wenn du sprichst schon an, der reagiert einfach. Genau, nicht. Ich könnte eigentlich auch gehen, aber das wäre auch nicht gut. Also, er will schon, dass ich da bin. Also, das sagt er dann? Ja, wenn ich sage, gut, dann gehe ich, dann sagt er nein. Also, er sagt auch manchmal, also am Anfang konnte ich zu ihm ins Bett liegen und habe einfach so ein bisschen vor mich hingetöst. Aber jetzt sagt er, er geht zu meinem Bett aus. Und ich so, okay. Wieso schlafst du immer da? Ich glaube, es ist für ihn so eine Scheiss-Situation. Und da finde ich, also, es ist so eine Ausnahmesituation für ihn.
Und es ist, er muss so stark sein, um überhaupt da zu sein und das Ganze über sich gehen lassen. Und weil er zu Nacht Schwämme hat, er muss ständig bisseln. Und da habe ich das Gefühl, es ist... Okay, er ruft. Musst du ein bisschen? Ja. Du bist diese Woche im Kindesheim gewesen? Nein, ich hatte den Vater. Ups, jetzt geht es in die Garage. Und tschüss. Und wenn der rausschmeißt, ist gerade kaputt. Der hat sicher schon mal ein Kind rumgeschmissen. Das sieht gerade so aus. Als wäre der schon mal ein krank gewesen. Auf die Seite, du. Und der? Der ist heute auch extra gekommen. Wo ist denn der? Nein. Mama! Nein. Mama, nein! Hi! Oh Mann! Wo ist Silvan? Nur für Schwimmer ist der Steg. Du da, Kleiner, scher dich weg. Euch zu erziehen ist meine Pflicht. Im Wasser mampfen sicher nicht. Und lass dir eines sagen, schwimme nie mit vollem Magen. Die Badegäste rasten aus. Hey, besser wisser, geh nach Haus. Man scheint ihn klar zu hassen. Die Nächte sind lang im Kinderspital. Wenn Irmela nicht schlafen kann, surft sie im Internet. Dabei hat sie die Homepage von Marlin gefunden. Marlin ist ein Mädchen, dessen Bruder an Krebs gestorben ist. Sie schreiben sich oft. An einem Sonntag beschließen wir, Marlin und ihre Familie kennenzulernen und fahren zu ihnen. Die Geschwister wollen mitkommen. Lisa, dort bist du daheim. Es war eigentlich eine relativ spontane Sache und ich habe schon beim Anfahren gedacht, ui. Ist jetzt schon noch speziell, also wir gehen dort hin und wir haben auch klar gesagt, das ist jetzt einfach die Geschichte von dieser Familie. Wir wissen nicht, was wir für eine Geschichte haben werden. Ein halbes Jahr leben sie nun schon mit ihrer Geschichte von Silvans Krankheit und sind froh, dass sie sich mit jemandem austauschen können, der Ähnliches erlebt hat. Natürlich hat Florin wieder gebacken. Hallo. Marlin ist 10 Jahre alt und hat jahrelang vergeblich Kinder gesucht, die wie sie ein krankes Geschwister haben. Ihr Bruder Till hatte einen Hirntumor und musste auch während 4 Jahren immer wieder zur Chemo ins Kinderspital. Nun ist es 1 Jahr her, seit Till gestorben ist. Es ist erstaunlich, dass Silvans Geschwister trotz dieser traurigen Geschichte mitgekommen sind. Und sie haben nicht gesagt, sie wollen da nicht hin? Nicht? Nein, sie sind total interessiert. Sie sind so gewundert. Und hat sie eben Marlin hat eben Angst gehabt? Nein. Sie will nicht nein. Nein, nein, es hat niemand. Es muss niemand. Es muss weil gar niemand. Weil wir so ein schlechtes Beispiel sind. Ja, nein. Für eine Geschichte auch kann ausgehen. Genau. Nein, das ist für sie nicht. Also sie sind auch fasziniert am Kispi. Also, Florin nimmt sie mir schon her, dann kommt ja wieder mit, wenn wieder ein Kind einen Rückfall hat, oder? Oder ist auch ein Vater gekommen und hat mir auf dem Gang, wirklich, der Silvan ist, der Florin ist neben mir gestanden und sagt auf dem Gang, ja, eben, uns hat jetzt einen Rückfall gehabt und wir haben praktisch keine Chancen. Und dann sind wir am Gang gelaufen, die Türen offen und schaut ins Zimmer rein und sagt, Mama, ist jetzt das Kind, das muss sterben? Und ich sagte, du, ich weiss es nicht, vielleicht hat sie immer noch eine Chance, weißt? Aber es hat viel weniger wie der Silvan, oder? Und das hat er natürlich noch tagelang umgetrieben. Also. Sie hat immer mit ihren Playmobil-Männchen die ganzen 4 Jahre hat sie gespielt. Playmobil-Männchen sind in der ungeschwisterten Gruppe. Ja. Ich bin gut, das hat Silvan sicher Mama lesen am Ständer. So im Spital, der Ständer. Ja, der Tannenbaum. Der Tannenbaum. Ja. Und wenn er durch den Rang durchläuft, dann steht er einmal drauf und wir ziehen dann. Auf den Tannenbaum. Und dann steht er so auf Ständer. So, ja. Er ist eingeschlafen.
Und der andere ist wach nebendran. Ich mache Turnübungen. Oder wer ist auf das Gerät gekommen? Oh nein, du spulst. Und dann, oh nein, du machst Zeitlupe. Lustig. Hat er denn nur Fußball gespielt oder hat er noch etwas anderes gemacht? Er? Nein. Nur Fußball. Also er hat, als er gesund war, hat er Fußball gespielt. Nachher hat er PlayStation Fußball gespielt. Okay. Da siehst du auch mega alt, Totti. Ja. Es ist überall Fußball. Guck, da ist er. Tils geht so geil. Das ist auch er. Hat er schon immer gelitten gehabt? Nein, das ist von der Chemo. So wie das ja. Er hat aber noch mehr Haar wie der Sylvain. Aber weil ich so niedrig bin auf die Kette hier, hat meine Mami auch für alles, was ich irgendwie machen musste, Ding gekauft. Ich habe auch so lange Ketten. Ja, das ist ja voll cool. Aber schau, er hat ganz andere Dinge dran wie der Sylvain. Siehst du zum Beispiel, der Sylvain, die Orange hat der Sylvain nicht. Doch. Ja. Und vielleicht noch nicht. Ja. Und die da mit den Pünktchen drauf hat er auch nicht. Doch. Doch, schon. Die hat er. Ja, die hat er. Weißt du da? Weißt du da gerade? Was? Hier da. Das ist grosse Blutentnahme, da weiß ich. Wirklich? Ja. Echt? Ganz und da Gelia, da mega viel. Und da, da bestrahlen, steht da. Schon? Welches? Mhm. Die Blättchen, also da die Scheibe. Ah oh, ja, da hat er. Jeden Tag hat er zwei. Boah, von denen. Ein paar Wochen später. Jetzt im Nachhinein, es ist super, einfach super. Weil wir haben wirklich, also sie können miteinander chatten, wenn sie Sorgen haben, sie können mit dem Arlin schreiben, sie weiss, sie versteht, sie fragen dann an und ich habe wirklich auch einen super Kontakt zu der Kerstin, zu der Großmutter und wir haben wirklich einen regen Austausch. Und ja, es tut einfach allen gut eigentlich. Also nicht, ist nicht eine Seelenverwandtschaft, aber schon irgendwie einfach die gleiche Geschichte, die verbindet. Und wir wissen ein bisschen, was dort und sie. Wir haben das Gefühl, viel schneller verstanden auf irgendeine Art. Ja, ja es ist eigentlich wie eine Freundschaft. Also wie wir uns würden schon ewig kennen. In ganz kurzer Zeit. Zwischendurch sage ich, es geht planmässig schlecht. Wir wissen jetzt nicht mehr wie im Herbst. Im Moment können wir gerade nichts messen. Man sieht nichts. Wir sagen einmal in 5 Jahren, wissen wir dann eigentlich, was ist. Aber das, die 5 Jahre, als Mathematiker weiss ich, das ist einfach die Zahl der Statistiker. Medizinisch hat die Zahl keine Bedeutung. Totscreen! Oh! Er ist echt anstrengend! Ja, anstrengend. Kannst du helfen? Ja. Weiß nicht mehr. Du gehst nicht mehr lang rauf. Ich habe den Eindruck, er ist irgendwo in einer anderen Welt. Und Tod und für immer ist irgendwie für ihn noch ein abstraktes Konzept, das er irgendwie anders auffasst, wie wir das auffassen. Er ist noch im Indianerleben Spiel und dann bum bum und dann ist man tot. Und weg, jetzt ist frisch geworden, gell? Voll am Fräsen? Ja, sehr voll. Ich habe das Gefühl, man würde nichts anders machen, wenn man wüsste, dass es wäre anders. Mhm. Wir müssen schauen, der Sylvain. Er darf gleich in Kinski, wenn er will. Und jetzt kommt Maga halt fast nicht in Kinski. Dann ist er halt mit uns daheim. Mhm. Wir geniessen es so oder so. Und die anderen 3 Kinder? Ich glaube, es klingt ganz gut, um auch mit den anderen immer mal wieder etwas zu machen. Es ist ein Thema, um auch an die anderen zu denken. Wir haben es schon gleich mal gelesen und auch von verschiedenen Leuten,
oder von Kolleginnen in der Schule oder von Nachbarn werden wir auch darauf angesprochen, weißt, mit den anderen Geschwistern, wie packen es die, wie packen die es. Lisa, die Älteste, packt es mit Ehrgeiz. Ich begleite sie heute in die Kletterhalle. Hier verbringt sie jede freie Minute. Ja, ich mache es einfach sehr gerne. Ich gehe gerne klettern allgemein. Und auch, ich kenne jetzt auf meiner Nähe auch die, ja, kenne ich viele Leute. Ja, und finde es echt gut. Fast ein bisschen wie eine Familie. Ja. Da. Gut, du bist natürlich auch gut, gell? Ja. Lisa ist das einzige Mädchen in der Gruppe der sogenannten Hardrocker. Auch 7 Monate nach der Diagnose hat sie noch niemandem hier erzählt, dass ihr Bruder Krebs hat. Okay, Lisa, super. Weiter so. Jawohl, jawohl. Super. Alles gut. Wenn du aber gehst, ist das wurscht. Gell? Die anderen freuen sich sicher, wenn wir daheim kommen. Manchmal sind die Blutwerte von Silvan so schlecht, dass Irmela und der Kleine vom Kinderspital wieder nach Hause geschickt werden. Das heißt, die Chemotherapie wird verschoben. Ist gut. Meinst du, wie reagieren die anderen, dass sie da sind? Wie ist das, Ami? Wenn es eine Planänderung? Ich glaube, so herum findet es Les. Lieber, also, dass wir da sind, als plötzlich weg. Ich muss mal schauen. Wie sind denn die anderen jetzt im Moment weg? Es ist sehr unterschiedlich. Also ich komme eigentlich nicht so daraus, was jetzt ist. Ob es jetzt einfach sonst am Alter entsprechend rumsäumelt oder ob es wegen Silvan ist. Und der Florin ist schon immer noch gestresst, weil er findet, ah, der Silvan, der kommt so viel und immer. Und es ist im Moment so schwierig. Es geht so gut und er ist schlecht. Gestern hatte ich immer wieder so Lampen, einfach wegen meinem Bett. Und sie merken dann, nein, ich bin dann vorher schon recht nervös. Bevor du dir das Schiff spielen musst. Ja, das ist wirklich, das, also ich nerv mich immer selber. Da bin ich recht gestresst, und bis ich mein Zeug parat habe. Und ich habe es vielleicht die ganze Woche gemanagt haben, oder? Wie geht es denn dir und dem Wolfgang? Sehr gut. Also, wie vorher war es mehr stressig, wo ich auch geschafft habe, so viel. Und jetzt irgendwie, weil ich mehr daheim bin, ist und wir irgendwie am gleichen, das gleiche Projekt haben. So. Ist wirklich, gestern war Großmutter da und wir können allein an Rhein. Und wirklich, also dann machen wir uns mehr eigentlich. Also weil alle Leute helfen, wir sagen super, kommt, wir machen uns einen schönen Nachmittag. Genau. Das ist eure grösste Hilfe. Das ist im Moment sehr gut, ja. Der 12. April. Silvan ist heute 6 Jahre alt geworden. Happy Birthday to you. Ich komme wieder an den Tisch. Obwohl er in den letzten Wochen fast nie mehr in den Kindergarten ging, weil er sich zu schwach fühlte, sind seine Gspanli gekommen. Wow, bravo! Hast du etwas gewünscht, Silvan? Mhm. Aber etwas Gutes. Super. Was? Ich würde sagen, Brot ihr Super. Du, wenn ihr trinkt, es hat Sirup, es hat Süßmast und es hat Rivella. Rivella. Ehrensache, dass Florin den Kuchen gebacken hat. Am Morgen war Silvan noch in der Kontrolle. Irmela will mir kurz erzählen, wie es war. Als er gehört hat, Emery ist gut, ist er wirklich, ist er quasi jetzt von hey. Ich bin ja gesund. Und er fragt gleich, also heute ist er auf dem WC gehockt und hat gesagt, kann ich den Willi wieder rüberkommen, wenn ich den einmal hatte? Da habe ich gesagt, ja,
Ich weiss es nicht so genau. Es kann schon sein, es ist nicht sicher, oder? Jetzt ist er weg. Das wissen wir einfach nicht. Also, er hat gern gehabt, dass ich sage nein, oder? Und das kann ich nicht können. Also, und dann merke ich schon, oder am Abend. Er hat jeden Abend von seinem Grossvater, der gestorben ist. Sehr heftig. Und dann merke ich schon. Der Kindergeburtstag mit Schatzsuche und allem Drum und Dran ist in vollem Gange. So habe ich ein bisschen Zeit mit Lisa, alleine. So. Du Lisa, wie geht's dir eigentlich? Gut. Gut? Ja. Ui, das reicht. Pass auf. Soll ich dich kleiner machen? Hast du manchmal Schiss gehabt, dass ich sterben könnte? Am Anfang, also, wo mir der Papa gesagt hat, in Simplon, eben so Krebs, bin ich schon verschrocken. Und dann habe ich gefragt, ja, eben, wie sieht es aus mit den Chancen? Und dann hat er eigentlich gesagt, dass es recht gute Heilungschancen sind. Da habe ich eigentlich nie gedacht. Ja. Aber ich denke jetzt nicht, dass es... Was denkst du nicht, dass er mir gefallen hat? Nein, also ich hoffe es nicht. Ja, okay, das hofft natürlich niemand. Hast du dein auch noch? Ja. Oder hast du es schon? Nein, ich habe es in der Hand. Können es dann kommen? Ja. Gibst dir aber recht Mühe. Haben die auch meinen Schatz geklaut? Nein. Da, schau. Da. Wir wissen, ja, da sind wir jetzt, das stimmt schon. Ja, da zum Beispiel. Da müsste das sein. Laufen wir mal da hoch. Da! Da ist er! Nein! Ja, das ist er! Wow! Achtung! Darf ich auch schauen? Ja, ich kann, wenn ich dann darüber nachdenke, schon gemerkt, es ist eigentlich auch noch heikel. Also es ist sehr viel von unserer Familie, es ist unsere Geschichte. Und gleich, wenn ich mich einspiele, bin, ich sehe andere Familien, andere Geschichten. Und ich merke, es ist einfach unwichtig, dass man darüber redet, weil es ist irgendwie gleich ein Tabuthema. Also es gehen auch nicht alle gleich mit um. Es gibt Familien, die das mehr so für sich machen und nicht so rausgehen. Und wir gehen jetzt halt sehr raus. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, es ist auch wichtig, dass man das thematisiert. Warum? Weil sonst eigentlich als Familie zum Teil auch recht abgekapselt ist. Also, oder auch, weil die Leute eine Hemmschwelle haben, weil sie nicht getrauen zum Fragen oder weil sie nicht wissen, wie es ist. Ja. Ich werde mir noch eine Säule machen, aber ich glaube, das ist gut. Jetzt kommt es rein. Aber es sind schon so kleine Momente, wo man es vergisst, oder? Ja. Super, das ist super. Stiefel abziehen? Ja. Ja, gerne. Gute Nachrichten helfen in diesen Zeiten. Die Freude ist groß. Kerstin, die Mutter von Marlin, ist wieder schwanger. Diesmal besuche ich sie alleine. Die Geschwister von Silvan waren in der Zwischenzeit schon mehrmals da. Bei der Vorsorgeuntersuchung haben sie gesehen, dass es ein Mädchen wird. Wir haben uns gar nicht Gedanken gemacht, was wir möchten. Weil es hat so viel Mut gebraucht, das überhaupt zu wagen. Und als wir es dann nachher erfahren haben, gefunden, eigentlich ist es gerade gut. Und Marlin hat dann gefunden, für sie sei es, glaube ich, einfacher. Sie hat einen Bruder und der ist im Himmel und dann ist Schwester da. Und nicht, das hat noch niemand angefangen, einen Schwesternweg, das hat es noch nie gegeben. Einfach so, ich glaube auch, wie das Kind kommt.
Auch wenn wir ja nicht extra verglichen hätten. Oder, aber gleich. Eine Schwester hat es noch nie gegeben und ich glaube, das ist so fair für alle. Hallo! Hallo! Marlin war schon der Motor. Ich glaube, ohne Marlin hätten wir es nie noch mal gehabt. Nur mal daran glauben, dass es auch gut kommt, hätten wir zwei Alten, glaube ich, ohne Motor nicht noch mal gewagt. Es ist eigentlich am Tilsis Zimmer, aber es muss. Sie braucht ja am Anfang nicht unbedingt ein grosses Zimmer. Mhm. Und am Anfang ist es einfach. Sie ist einfach ein bisschen, hat noch Zeug von ihm und von ihr. Mhm. Und nachher. Was kann ich? Also zum Beispiel das ist von ihm und das sind aber alles Kleider da für sie. Mhm. Oder da hat es ein kleines Bettchen. Aber was hast du gesagt, was Mami erzählt hat, dass du das Geschwister in mir kommst, weißt du noch? Ich kann gerade anfangen zu brüllen. Ich weiß gar nicht wieso. Aus lauter Freude wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Monate nach der Krebsdiagnose von Silvan hat seine Schwester Lisa die Gymiprüfung bestanden. Seine Brüder Maurus und Florin waren erfolgreich an den Kanu-Schweizermeisterschaften. Und Silvan hat heute die letzte Chemo hinter sich. Das alles wollen sie feiern und haben Kerstin und Marlin dazu eingeladen. Und wir sind ein letztes Mal mit der Kamera da. Das ist eine Melone. Das ist gut. Das ist gut. Das ist weg mit dem Zeug. Florin ist glücklich. Den Grund dafür will er Marlin unbedingt zeigen. Da. Nein, da. Da ist ein bisschen. Wie lange kommst du es dann über? Etwa 5-6 Wochen. Vielleicht auch. Wieso hast du es nicht vorher bekommen? Wegen Silvan. Und dann schauen sie ja mal immer so lieb rein. Und dann. Freust du dich? Ja. Und wieso hast du dann unbedingt eine Katze wollen? Weil ich es einfach herzig finde. Weil es mein Lieblingstier ist. Fast zur gleichen Zeit, wenn du eine Katze bekommst, komme ich ein Geschwistertier über. Wenn denn? Also in der Sommerferien? Ja. Schon. Diese Geschichte zu filmen war für uns alle eine Gratwanderung. Wir wünschen, dass es vielleicht anderen Geschwistern, Eltern, Tanten oder Göttis hilft, über das Schlimme zu reden und nicht zu verzweifeln. Und Mut macht, nachzufragen, auch bei den Geschwistern. Immer wieder. Eigentlich fast alle, die wissen, was passiert ist, dann einfach fragen dann, ja, wie geht es um Silvan? Sagt dann, ja, geht es gut. Heute mir sagen, ich weiß auch nicht mehr. Er lebt. Das war im letzten Juni. Was wir in diesem Moment nicht wussten, nach den Sommerferien kam der Krebs zurück, schlimmer als zuvor. Wieder eine große Operation und heftige Chemotherapien und Bestrahlungen folgten. Doch es kamen auch gute Nachrichten. Heute geht es Silvan gut. Es bleiben die Hoffnung und die Angst vor jeder nächsten Kontrolle. Aber auch die Freude über jeden geschenkten Tag.